Heute gibt es eine leckere und schnelle Guacamole. Dafür braucht ihr eine reife Avocado, eine Zitrone, eine Zehe Knoblauch, die ihr pressen müsst, Pfeffer und Salz. Dazu kommen dann noch 2 Esslöffel Joghurt. Und das Ganze wird dann mit einem Handmixer gut vermixt. Bis eine Farbe entsteht, eine einheitliche. Dann kommen noch kleine Tomaten, die vierteln wir am besten und die werden dann am Ende untergerührt. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Wir empfehlen noch frischen Schnittlauch dazu.